Hallo und moin moin. Nachdem ich ja vor 14 Tagen eine Rocher-Torte gebacken habe, die absolut der Burner war, mache ich heute eine fruchtig beschwipste Raffaello-Torte. Und das sind die Zutaten. Hier habe ich schon mal weiße Kuvertüre geschmolzen. Dann brauchen wir Kokosraspeln, Zucker, Mehl, Milch, Öl, Eier und Backpulver. Und da es schnell geht, müsst ihr euch darauf einrichten, es geht auch schnell. Alles in eine Schüssel umrühren, Teig ist fertig. So, und da ich gesagt habe, es geht schnell, also nicht vergessen, zuerst den Backofen. 180 Grad Umluft vorheizen. Und jetzt geht's los. Eier. Mixer lassen wir laufen. Milch. Öl. Zucker. Kokosraspeln. Na, hier rein. Dann das Backpulver. Dann machen wir das Mehl noch hinzu. Einmal aus, denn jetzt kommt die Schokolade. Die sollte zwar flüssig sein, aber eben nicht mehr heiß. So. Na. Sehr schön. Einmal kurz zur Seite. Und nochmal umrühren. So. Und das war alles. Und jetzt machen wir lediglich noch schnell unsere Backform fertig. Ich habe jetzt eine 26er Form. Alles rein. Bin ja gespannt, wie dieser Boden dann hinterher schmeckt, weil Schokolade ist drin und noch zusätzlich Kokosflocken. Na, ach, im Übrigen, ich habe wieder die feinen Kokosflocken genommen, weil ich finde, die sind noch besser als die anderen. Einmal kurz schütteln, dass sie überall gerade ist. So, 25 Minuten circa. Und dann sehen wir uns gleich wieder, denn wir müssen noch was vorbereiten. So, mein Teig ist jetzt im Ofen und ich habe schon mal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier Himbeeren, tiefgefrorene Himbeeren, die habe ich püriert und dann nochmal zusätzlich durch ein Sieb gegeben. Einen ganzen Beutel habe ich da genommen. Dann habe ich Zucker. Dann Agar-Agar. Zeige ich euch. Das brauchen wir. Tonkabohne. Und zum Reiben von meiner Tonkabohne eine Reibe. So. Jetzt mache ich als erstes die Tonkabohne da rein. Ihr könnt auch Tonkazucker nehmen. Aber ich habe mir gedacht, ach, na, wo ist denn die? Ich habe doch noch eine angefangene gehabt. Nee, doch nicht. So. Also als erstes
ein bisschen Tonka. So, das reicht. Dann Agar-Agar, Zucker, einmal umrühren, auf den Herd stellen und 3 Minuten richtig blubbernd kochen lassen. Und das mache ich jetzt. So, genau 25 Minuten war mein Tortenbohnen jetzt drin. Jetzt lasse ich ihn ganz kurz abkühlen. Und dann kommt meine Himbeermasse darauf, aber unten drunter, es heißt ja beschwipst, müssen wir noch ein bisschen Alkohol zufügen. So, ich habe jetzt schon mal einen Tortenring um meinen Tortenboden gegeben. Und jetzt habe ich, keine Angst, das kommt nicht alles drauf, da kam ein Schwupp zu viel raus. Und zwar habe ich jetzt hier einen Kokoslikör. Ihr braucht das nicht extra kaufen. Ihr könnt auch natürlich Batida de Coco zum Beispiel nehmen. Also es wäre schön, wenn irgendwas mit Kokos wäre. Ansonsten nehmt ihr irgendeinen anderen Alkohol. So, und da kommt jetzt so ein bisschen drüber, damit sich der Teig, der Boden noch mal so ein bisschen mit dem Alkohol aufsaugen kann. So. Und wenn ich damit fertig bin, dann kommt gleich die Himbeermasse drüber. Aber die ist noch zu heiß. Die muss ja schließlich anschließend in den Kühlschrank. So, also wir sehen uns dann gleich. So, meine Himbeermasse ist jetzt schön abgekühlt schon. Die gebe ich jetzt auf den beschwipsten Tortenboden. So. Einmal kurz verstreichen. Und dann geht es ab in den Kühlschrank, sodass die Masse jetzt wirklich schön fest wird. Und dann geht's weiter. Lecker, lecker. So, jetzt geht's weiter. Meine Torte mit der Himbeermousse stand jetzt über Nacht im Kühlschrank, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, gestern weiterzumachen. Aber egal. Also ihr könnt sie ruhig auch über Nacht drin lassen. Ansonsten so ein paar Stunden sollte sie schon durchgekühlt sein. Jetzt geht's an die Füllung. Als erstes bitte Mandelblättchen anrösten und so ein kleines bisschen zerkleinern, also nicht fein, sondern nur so in grobe Stücke. Die kommen zur Seite. Dann Raffaello. Für die Torte 16 halbe, also 8 ganze durchschneiden. Bitte macht das zuerst, weil die Mandel entweder in der Mitte liegt, dann brechen sie euch total auseinander und so habt ihr, wenn ihr das vorher macht, schon mal eine schöne Halbkugel. Ihr könnt natürlich auch eine ganze drauf machen, aber ich bin der Meinung, eine halbe reicht. Also, die restlichen Raffaellos sind hier plus die zerdrückten. Die brauche ich aber gleich. Die werden nämlich gleich zerdrückt in kleine Stücke. Dann brauchen wir Sahne, Sahnepart, Puderzucker und Magerquark. So, als erstes zerkleinere ich die Raffaello. Und da ich bei der Rocher ja schon Erfahrung damit gemacht habe, da jetzt zwar eine Mandel drin ist, weiß ich, dass man das theoretisch und auch praktisch mit einer Gabel eigentlich ganz gut hinbekommt. Glaube ich. So, also die etwas zerkleinern. So, meine Raffaellos sind jetzt zerkleinert, also nicht ganz klein eben, so dass man eben immer noch Stücke sieht. So,
Und dann fangen wir jetzt an und geben den Quark. Puderzucker. Und auch die Sahne in eine Schüssel. So, die auch noch ein. Und das wird jetzt angeschlagen. Und wenn sie so ein bisschen anfängt steif zu werden, kommt nach und nach Sanapart hinzu. So, und jetzt Sanapart, ein Teelöffel, zwei, drei, vier, das heißt fünf, damit die Sahne nachher mit dem Quark zusammen auch wirklich ein bisschen eine Standfestigkeit hat. 6, 7. So, und jetzt steif schlagen. Wenn die Sahne mit der Quarkmasse jetzt schön steif geschlagen ist, mache ich einfach jetzt die gedrückten Raffaellos hinzu. Und dann einfach noch mal kurz unterschlagen. So, dass sich die Raffaello wirklich überall hin verteilt. So, und schon ist meine Masse fertig. Jetzt kommt der Tortenboden aus dem Kühlschrank und dann können wir das gleich fertigstellen. So, mein Tortenboden. Die Himbeercreme ist nicht ganz fest. Also die ist, naja, ein bisschen fest, aber nicht eben ganz doll. Es macht aber knapp die Hälfte. So, und da kommt auf jeden Fall jetzt diese leckere Masse drauf. Schön verstreichen. Wenn die Torte dann verstrichen ist, dann braucht man nur noch die Raffaello-Hälfte drauflegen und die gehobelten, gerösteten Mandeln noch mit dekorieren und schon ist man fertig. So, ich mache das auf jeden Fall jetzt fertig und dann zeige ich euch das Endergebnis. So, jetzt habe ich sie fertig dekoriert und jetzt geht's ab in den Kühlschrank noch mal so für 2 Stunden und dann kommt der Anschnitt. Ich hoffe, dass die gut aussieht auch von innen. Also in 2 Stunden. Meine Raffaello-Torte ist fertig. Oh, und jetzt kommt was? Anschnitt. Die war jetzt also noch mal 2 Stunden im Kühlschrank. Oh, ich glaube, das reicht noch nicht. Die müsste wahrscheinlich noch länger kühlen, aber ihr wisst ja, Ungeduld. Nicht meine. Nein, geduldig bin ich nicht. Nein. Oh, schön. Ich zeig's euch gleich noch. Sekunde. Sehr schön.
Aber jetzt muss er noch schmecken, ne? Also, probieren wir. Oh Gott, ist das gut. Ich weiß, ich sage immer das Gleiche, aber ich kann es nicht ändern. Die ist wirklich gut. Und die Himbeeren passen hervorragend zu den Raffaelos. Toll. Und der Boden ist auch so schön. Ja, der ist nicht trocken und nicht fest. Und oh, das ist ein... Lecker, lecker. Na, probiert das mal aus und dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Das war also meine beschwipste Raffaello-Torte. Und wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder mit einem neuen Video. Vergesst das Abonnieren nicht und die Glocke zu betätigen, denn dann verpasst ihr mein neues Video nicht mehr. Also, wir sehen uns nächste Woche Freitag. Bis dahin. Tschüss.